Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, dieses Riesenvieh, was man da im Hintergrund sieht, das ist lebendig und das hat uns schon mal Hallo gesagt in der letzten Folge. Die Weltenschlange, die kommt mir sehr, sehr bekannt vor aus einigen Sagen. Und wir schauen jetzt erstmal, was es hier mit dem Tempel auf sich hat. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Ach, Doch? der. Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Rennt ihr überall so herum? Puh. Ich komm da nicht rein. Geh vor. Ich will das Schwert. Gib's mir. Los. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Okay. Also gut, wie geht's? Ja, es geht gut. Und dir? Rüstung. Kann wie andere Rüstung laden, verbessert werden. Das wissen wir ja alles. So, Klauenbogen, Klauenköcher, Talisman. Da kann man wohl irgendwas machen. Verkürzt die Pfeilnachladezeit. Das wäre natürlich nicht schlecht. Schauen wir mal beim Talisman. Den lassen wir mal außen vor. Die Axt. Können wir die Axt? Naja, natürlich können wir da wieder nichts verbessern. Nicht genug Ressourcen. Ich brauche eine Frostflamme noch dafür. Die habe ich noch nicht. Und der Klauenbogen. Erhöht den Pfeil Schaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten zum Kauf frei. Dann würde ich sagen, ach so, Moment, hier brauche ich zwei von diesen Stahl. Und hier brauche ich nur Hacksilber. Ja doch, dann machen wir das du doch musst so. Nur sagen, Kleiner. Dass wir das einmal verbessern. So. Und dass wir auch den Köcher einmal verbessern. So. Brustrüstung. Ach, das hätte ich auch mit Hacksilber machen können. Mist. Warum denke ich halt sowas immer erst im Nachhinein? Ja, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen sammeln. Da haben wir natürlich alles überhaupt nichts, was wir hier machen können. Ich mache das nur mal so. Ich meine, Hauptsache, unser Junge ist geschützt, ne? Also, so, damit das alles mal einmal durchgeschaltet ist. Dann schauen wir mal hier. Das ist ein Zauber, den man kaufen kann. Naja, gut, die will ich natürlich nicht kaufen. Glück im Spiel, okay. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Ja, normalerweise hätte man das jetzt eigentlich als Abschluss nehmen sollen in der letzten Folge. Leider wusste ich da nicht drüber Bescheid, dass es nur bis hier geht. Ja, kann ich das jetzt hier mit dem... Ich muss näher ran, ne? Mit dieser Tür machen? Ich habe so verstanden, dass ich damit nur ab hier komme und nicht wegkomme. Mystisches Tor, Broxladen. Die Reise. Da muss ich doch jetzt hin, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Mystisches Tor. Ist aber eine schöne Karte, muss ich sagen. Ich würde sagen, dass wir hier... Nee, da können wir nicht hin, oder? Naja, er hat ja auch gesagt, das ist nur ein Einwegding. Also müssten wir hier theoretisch ja wieder rauskommen können. So, und welches große Riesenmonster kommt mir jetzt in den Weg? Sieht irgendwie nicht so sehr einladend aus hier. Mal gucken. Hallo? Kann ich hier nichts machen? Ah, jetzt. Okay. Und nun? Bin ich hier oben und jetzt? Ja, bringt mir irgendwie gar nichts. Moment, von da bin ich gekommen, glaube ich, ne? Oder bin ich jetzt von da gekommen? In die Richtung muss ich. Nee, dann bin ich von hier gekommen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt da vermutlich durch müssen. Steht zumindest als Hex. Oh, ich wusste es. Atreus fühlt sich nur sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift. Wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet, diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Okay. Glück, kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Okay. Mit etwas Glück ist gut. Moment, da ist erstmal noch eine Truhe. Da gehe ich mal als erstes ran. Achso, Karte aktualisiert. Ich dachte schon. So, dann haben wir hier was, was uns hochbringen könnte. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Das ist schön. Bringt uns nur nichts, wenn wir jetzt sowas nicht hier haben. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Die hier kann ich nicht lesen. Okay, dann gehen wir mal erstmal oben gucken. Oder unten. Lässt er uns runter, ne? So. Explodiert das Teil? Das sieht irgendwie so komisch aus. Oh ja. Dann. Dein Ernst? Der hat das sogar angesehen gehabt. Da. Was war das? Achtung, Feuer! War's das? Kann ich? Ach, ich kann die Tore nicht öffnen. Nein, das ist wieder so ein Mist. Och, komm. Kann ich das auch nehmen, ohne dass ich daran kaputt gehe? Na toll. Hallo. So kann ich das nicht looten. Ach so, weil ich die falsche Taste drücke. Ey, schieb mich hier doch nicht weg. Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh! Eins, zwei, drei. Kann man die... Ah, nee, ich ahne Schlimmes. Ja.
nicht geklappt, ne? Ja, das war klar. Oh, ist das eine Scheiße. Kann man das denn irgendwo festmachen? Auch nicht, ne? Das wäre zu einfach. Kann ich das denn so treffen? Ich probiere das mal eben aus. Nee, schade. Schade, schade. Na komm, immer das Letzte brauche ich so lange für. Oh Mann. Hey, was ist jetzt los? Hallo? Okay, also die nachfolgenden Sendungen könnten sich dann um einige Stunden verzögern. Ich schneide das mal zusammen bis da, wo ich es geschafft habe. Och, komm! Dein Ernst? Boah! Okay, ich musste nichts zusammenschneiden. Sehr gut. Die Frage ist jetzt, ich kann theoretisch das oben machen und das Gold einsammeln, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Geh, 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 geh. Geh da raus. Oh mein Gott, okay. Hä? Okay. Gut. Wie kriege ich dich jetzt da hoch? Kleiner? Kleiner? Geh da hoch. Kann ich da irgendwie... Wieso kommt der denn nicht mit, wenn ich hier hingehe? Muss ich das runtermachen oder so? Oder muss ich da später eventuell nochmal hin? Ich weiß es ja nicht. Also ich denke mal, das ist aber auf jeden Fall etwas gewesen, was jetzt wichtig war. Warum der jetzt da hinten nicht mit hingehen möchte, keine Ahnung. Ist ja eigentlich immer seine Aufgabe, da hochzuklettern. So, mal schauen. Was kriegen wir denn auf der Seite? Sieht jetzt allerdings nicht so interessant aus. Okay. Das war's, oder was? Ach, da kommen wir zum Boot wieder. Ah. Okay. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Endlich ist es vorbei. Mann, 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 Mann. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Ja, toll. Kriegst du irgendetwas auf die Reihe?
hätte ja gerne ein Chiffre dabei, aber du wolltest ja nicht mit mir mitgehen da hinten. Was ist das? Riecht furchtbar. Gift. Da kommen wir nicht durch. Werfen Sie die Axt auf hohen Stangen, um sie einzufrieren. Okay. Okay. Oh. Was ist denn das Blaue da drin? Wo ist es? Es ist nicht tot, oder? Oh, scheinbar doch. Eieiei, okay. Hey, ein Sprachschiff beteiligt. Wir sollten weitersuchen. Ah, okay. Sehr cool. Kannst du da was mitmachen? Du kannst hier doch irgendwas lesen, oder? Kleiner, lies das. Lies da! Du sollst das nicht beschießen, du sollst das lesen. Ja. Komm raus, los. Das Gift scheint ihm ja nichts auszumachen. Okay. Wir müssen jetzt theoretisch... Okay, das können wir schon mal. Ach so, aber dann kommen wir wieder zurück. Muss aber eigentlich nach links. Das heißt also doch da hoch. Aber wie sollen wir das machen, wenn der nicht da rumgeht? Du musst mitkommen, Junge, sonst geht das. Ach, jetzt kommst du doch mit. Okay, toll. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Deine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Oh, ich glaube nicht, dass man ihm so wenig beibringen kann. Ich glaube schon, dass er so einiges nicht wusste. Wow. Wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du mir was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau.
Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwester Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh. Was ist denn das für eine? Oh. Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Macht der den jetzt besser oder nicht? War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Auferstehungssteine können erworben werden, damit er wiederbelebt werden kann, okay? Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Ja, sie lass mich doch hier... Eine besondere Frau. Da, Auferstehungssteine. Sie wollte Menschen beschützen. Kann hier für nichts uns lesen. War es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun will. Ein magischer Stein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit sagte, wiederbelebt. Mathurin Semgengur Egin Vegum. Okay. Gengür ein. Braucht genau. Man sowas? Sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Ich nehme einen mit. Danke schön. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Okay. Jederzeit willkommen. Ja. Dann. Guck mal die Gegend hier gerade mal ein bisschen an. Da oben sind auch wieder alte Runensteine eingezeichnet. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Panik, dass wenn ich weitergehe, ich irgendetwas aktiviere. Das ist so seine... Aber ich denke mal, solange ich im Kreis bleibe, passiert wohl nichts. Was ist das hier mit dem Y? Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern. Aber die meisten wollen einen umbringen. Also ist es doch, um mit ihm zu sprechen. Es geht sich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Naja, ist ja dein Hals. Buh. Du Scheiße. Okay. Das heißt, die anderen sehen das Symbol, aber ich sehe es ja selber auch nicht mehr. Es ist ja jetzt weg. Aber das ist schon cool. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das ist so ein wunderbarer Moment, um mal so ein bisschen in sich zu gehen und ein bisschen Zwietracht, wollte ich gerade sagen. Ein kleines Zwiegespräch zu führen mit dem Zwerg hinter uns. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und mal sehen, was uns dann in der nächsten Folge alles begleitet und wo wir drauf treffen und überhaupt. Bis dann. Ciao.